Leute, das Sushi ist gekommen und es sieht so mega geil aus. Ich blende das mal kurz hier ein. Richtig geil. Und jetzt taste ich mal 2, 3 Stück. Und ihr dürft natürlich wieder live dabei sein. Oh, das gibt verdünntes, glaube ich. Ist leicht verdünnt hier. Oh, das sieht so toll aus. Schau ich das mal an. Geil. Kunstwerk. Also visuell ist es echt unschlagbar. Visuell richtig geil. Geschmacklich. Also auf jeden Fall, das war schon mega geil. Hier, das ist der Reis eingefärbt. Ich mag das, wenn der Reis noch so ein ganz kleines bisschen warm ist. Hast du ein Wasabi schon probiert? Wasabi teste ich jetzt mal. Ich nehme aber immer nur ein kleines bisschen, weil ich bin nicht so der krasse Mega-Wasabi-Fan, muss ich sagen. Oh, da sind Fischeier sogar noch innen drin. Okay. Oh, der Wasabi, Alter. Oh, das Wasabi ist echt scharf hier. Also, aber geil, geile Schärfe. Ich habe in Deutschland noch nie so ein scharfes Wasabi bekommen. Nicht? Ich habe minimal was genommen, oh, das ist geil. Echt gut. Awesome. Letztes, ich versuche nochmal das mit der Gurke hier. Leute, richtig, richtig geil. Das ist awesome. Und ich gebe dem 5 von 5 Sushi-Rollen. Aus dem Grund, ich sage jetzt mal vom Geschmack her, ist es eine 4. Ich gebe nichts über Kirschblüte in Nürnberg. Ich finde es besser. Echt? Findest du besser? Mhm. Aber ich bin da auch so ein bisschen krank, glaube ich. Ich bin da so voll versessen auf den Laden. Und die Optik hier, oder Ingwer noch dazu, Wasabi richtig geil, Optik richtig geil. Deswegen gibt es 5 von 5, weil es optisch mich auch noch voll überzeugt. Geschmacklich auch richtig geil. Aber mein Geschmack ist halt ein bisschen anders, also es würde noch, naja. Wir geben den 5, lass mal so stehen, das ist ein geiles Sushi, das ist echt ein sehr geiles Sushi. Jetzt will ich nach Strobisen. Itadakimasu. Das geht schon klar. Leute, ich bestelle mir jetzt mal in russischen McDonalds McFlurry und eine Kirschtasche. Braucht man natürlich noch was zu snacken. Ist ja klar. I want one McFlurry. Chocolate caramel strawberry. Caramel. And a sherry thing. Yeah. Leute, ich weiß, ich sehe ein bisschen zerzaust aus, aber es kommt mir heute einfach so zugute, dass wir eine Fress-Challenge machen. Das heißt, dieser Foodblock wird ewig lang. Und jetzt gibt es erstmal eine richtig geile, von innen mit Schoki gefüllte und von außen mit Schoko übergossene, frisch gemachte Waffel und einen Kaffee. Ich habe so Bock und der Mr. Anders holt sich auch noch was richtig Geiles, und zwar Ramen-Nudeln, die es hier gibt. Richtig geil. Nicht nur heute, Leute, ich schneide jetzt mal. Sondern die ganze Zeit. Ich schneide jetzt mal diese Waffel auf. Und der Tisch wackelt und sein Kaffee schwappt fast über. Übel. Innen sehe ich noch nichts. Außen. Awesome, geil. Und wie ist es? Also die Suppe selbst schmeckt echt gut. Ist nicht scharf, wie du befürchtet hast, aber leicht gewürzt, merkt man schon. Ich finde nur die Tomaten, ich weiß nicht, ob sie halt wirklich da reinpassen, aber im Großen und Ganzen schmeckt es echt lecker. Leute, ich sag's euch, ich habe hier diese richtig geile, so wie ich es bin, eine kleine Kartoschka. Und ja, die gönne ich mir jetzt, und ich glaube, das war hier bei dieser Fress-Challenge nicht gerade so schlau, weil die bestimmt mega stopft, aber ey, das ist Kartoffel mit Käse, mit Topping als Käsesalat und noch ein anderer Käsesalat. Das ist Cheesy Kartoschka, das ist meine neue Freundin. Oh, richtig schön weich auch. Warum gibt es sowas nicht in Deutschland eigentlich? Alter, das sieht aus, als wäre es Püree, so fein wie das ist. Mhm. Das hätten sie vorher zermatscht. Nee. Und wie schmeckt es? Nick kriegt von mir 4 von 5 Kartoschkas. Ach ja, und vorher habe ich fast vergessen, die Waffel zu beurteilen. Die kriegt 5 von 5 Waffles. War auch richtig geil. Ja, die Nudeln waren, würde ich so sagen, eine 4 von 5. Also es war noch nicht so super im Vergleich vor allem zu japanischen Ramen. Auch die Nudeln selbst waren keine Ramen-Nudeln, sondern eher so, keine Ahnung, Nudelsuppe,
Aber es heißt auch nicht Ramenladen, sondern Bar für Nudeln. Aber wie gesagt, eine 4 von 5, vielleicht eine 4 minus, hat es schon sich verdient. Bei Noodle Doodle. Leute, es geht schon wieder weiter. Es geht weiter mit der Mini von meiner Seite. Und Mr. Ananas hat ein richtig geiles Meat-Sandwich, aber richtig geil. So crazy Meat. Okay, bei Mini kriegen 5 von 5 bei Mini. Schmeckt wie von zu Hause. Oh, also das ist jetzt von, Gutes, aber schlecht. Von anderen zu Hause, weil ich selber mach's ja nicht. Also die selbstgemachte, meinst du, oder so wie die fertigen? Schmeckt eher wie die fertigen, würde ich sagen. Also, aber die schmecken mir halt. Also, 5 von 5 bei Mini, mir schmeckt's halt einfach. Leute. Oh, wie es auf der Zunge zergeht. Falls ihr das noch nicht gegessen habt, geht mal in euren Laden, kauft euch mal per Mini. Gibt's im Rewe überall. Schön aufkochen, schön lange und dann im Notfall vielleicht noch anbraten mit Butter, richtig geil. Oder wenn ihr russische Freunde habt, dann geht zu denen nach Hause. Die Mamas besser. Machen das beste Essen, vor allem die Großmütter, die machen das allerbeste Essen und genug für alle. Das liegt irgendwie so in der Mentalität. Also das Sandwich bekommt von mir eine 4 bis 5 Ciabatta-Brötchen. Sogar wahrscheinlich mit einem Plus, weil ich es echt lecker fand. Und ich fand es auch geil, dass das Fleisch hier schön noch mal auf so einem Grill zubereitet wird. Also es ist nicht nur so ein Mikrowellending wie bei Subway. Und es halt nur schnell so in den Mikrowellenofen aufwärmen, sondern es ist halt wirklich hier frisch auf dem Grill nochmal angebraten. Und dafür, dass es Mini ist, war es trotzdem nicht mehr so gering. Und wenn man bedenkt, das kostet 1,50 Euro, wenn überhaupt. Also es ist geschenkt. Das Große kostet 2,50 Euro. Also ganz ehrlich, da kann man kaum hier was falsch machen. Also ich habe mir mal zwischendurch was, um den Hunger zu stärken, als Aperitif gegönnt. Und hier, Ramen-Nudelsuppe. Da kommt auch doppelt so viel Belag drauf. Scheiße, jetzt ist nachteilhaft. Geiles Teil. Das heißt, das legendäre Sandwich. Also wirklich so. Ich finde das Brot hier so geil, weil es ist echt mega frisch. Ich gebe mir mal meine Nudelsuppe jetzt hier. Wenn man bis die Hälfte mal von mir sieht. Sieht auch voll zerstört aus. So schön mit dem Ei. Kennt man ja von dem Rahmen. Oh, die ist schon kalt mittlerweile. Jetzt hat ohne mich angefangen. Und Fleisch noch dazu. Was schön ist, es sind wirklich Rahmennudeln. Ja, das sind wirklich Rahmennudeln. Kriegt von mir geschmacklich, aber trotzdem nur 2 von 5. Also so geil ist es dann doch nicht, das wäre echt ein bisschen besser vorgestellt noch. Und wenn man einmal Ramen in Japan gegessen hat, kommt man nicht mehr weg davon. Legendary Sandwich. Was sagst du dazu? Es ist höchstens legendär von der Menge, weil es verdammt viel ist für ein scheiß Sandwich. Aber auch nur, weil ich das Ciabatta-Brötchen genommen habe und das einfach größer war, ich Idiot. Das habe ich vorher nicht gewusst. Aber vom Geschmacklichen, obwohl da verschiedene Hähnchenteile drauf sind, Erdlecken 3. Weil das Fleisch ist halt doch eher lauwarm bis kalt, also nicht so, und das Brot ist zwar echt frisch und lecker, aber der Rest, naja, könnte man sich schenken. Das ist alles nur, weil du jetzt keinen Hunger mehr hast, sonst hättest du 5 gegeben. Kann auch sein. Gönn dir. Geil. Nein. Ich glaube, ich muss noch beißen.